immer noch hier auf dem Berg. Na komm. Ohne Pikachu ist blöd. Teleportieren wir zurück und gehen dann auf die linke Seite hoch. Da sind ja auch noch irgendwelche Biker oder sonstiges. Auf jeden Fall jede Menge potenzielle EP. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen die Pokémon und machen sie wieder fit. Heilen. So. Danke, die Pokémon sind wieder topfit. Ich hoffe, Pikachu, es geht dir gut. Ja, mag uns immer noch. Speichern wir mal. Ja, ich möchte speichern. Spiel ist gespeichert. Okay. Was machen wir jetzt? Tutalk hat Surfer. Könnten natürlich jetzt unten hin. Nein, nicht sogar nicht. Wir waren ja. Ach, ganz vergessen hier. Ja, falls ihr euch wohl wundert, ich weiß ja immer nie, wo ich, ob ich mitten in Part quasi aufhöre. Aber es ist jetzt quasi das erste Mal, dass ich mit dem roten Mikrofon aufnehme. Deswegen bin ich da noch unsicher, wie quasi. So, ne, die haben wir alle gemacht. Ob das so richtig eingepegelt ist, ob das gut klingt und so. Das wird sich noch zeigen. Ein wildes Eevee-Tack. Los, Pikachu. Ja, ist natürlich für Pikachu ganz gut. Ich hätte mal eben noch ein paar EP. Wird nicht viel geben, aber. Das hat nicht gereicht. Also ein Hey. Das ist nicht wahr, ne? Aus mir ist nicht mein Pikachu hier runter. Ist schon fast halb down jetzt hier. Verdammt, ey. Aber hier ist der Pikachu doch noch 12 Level über Eevee-Tack. Tja. 277, ja. Mit dem EP-Teiler gibt es auch noch ein bisschen was hier für alle anderen. Wir wissen mal. Oh, ja. Ich meine, hinterher bei den späteren Teilen steht dann einfach nur alle anderen. Was sehr viel angenehmer ist, als wenn man dann da jedes einzelne Pokémon stehen hat. Nidorino. Tausch gegen Pikachu. Ich weiß nicht, ob Nidorino auch wieder so eine Entwicklung ist, wenn du das Pokémon tauschst oder so. Oder ob man da irgendwie was anderes für braucht. Ups. Das habe ich immer noch nicht nachgeguckt. So, dann gehen wir jetzt auf der linken Seite. Rechte Seite sind wir ja komplett hochgeradelt. Und nehmen wir jetzt natürlich noch hier die Geschnar mit. Was haben wir hier? Ein Hinweis. Gib niemals auf, versuche dein Glück mit Pokebällen. Jo. Immer mehr Pokebälle werfen. Irgendwann wird schon hinhauen. Du besitzt ein schickes Fahrrad. Fährt es sich gut? Ja, so bergauf ist ein bisschen anstrengend, aber an und für sich ist das schon sehr gut. So, ich hoffe, das übersteuert nicht so ganz das Mikrofon. Ich blinzel so auf meinem rechten Monitor. Also ich spiele gerade nicht vorm Fernseher, sondern habe es auf meinem Monitor. Bonattacke. Smogmog, Level 29. Das war nicht so Folienschlager. Bringt auch nichts. Außer ich würde jetzt hier 100 Mal hintereinander treffen, aber sind nur 3 Mal getroffen. Ein Schlammbad. Aber Nidorino ist eigentlich nicht so ein Dreck liebendes Pokémon. So, Smog. Die Attacke ist nicht effektiv. Ja, das ist auch gut so. Dann kann nämlich Nidorino länger durchhalten und wird hoffentlich bald irgendwie Nidoking. Ich muss das aber, glaube ich, auch echt mal googeln, wann sich Nidorino entwickelt. Also wenn das nämlich bei 38 ist, werde ich es auf jeden Fall googeln. Weil das kann ja eigentlich dann irgendwann nicht sein. So. Hat auch ein paar EP bekommen. Der Rest bekommt auch nochmal 87 EP. Ja, ist ja gut. Und Biker wird Slimog in den Kampf schicken. Nein, möchten wir nicht wechseln. Wir bleiben bei Nidorino. Zack, hier die Hornattacke. Ja, Giftwolke bleibt wirkungslos. Das ist auch immer wieder gut. Zum Glück ist Nidorino nicht giftanfällig.
Ist auch echt so eine nervige Geschichte mit Gift. Ja, von wegen nochmal mit dem Mikrofon. Wäre halt cool, wenn ihr da so ein bisschen Feedback geben könntet. Ich hatte versucht, ein bisschen einzupegeln. Das geht, denke ich mal, noch bei dem Elgato-Aufnahmeprogramm relativ gut, wenn man direktes Feedback aufs Ohr haben kann. Und das klingt dann auch schon recht ähnlich. Was bei Final Cut irgendwie blöd ist, es klingt im Final Cut, wenn ich spreche, also Feedback, klingt dann sehr gut, was ich auf dem Ohr habe. Aber in der Aufnahme klingt das dann irgendwie ganz anders, wenn du die dann anhörst. Und das ist total blöd, weil es ist schwierig einzupegeln halt. Und du kannst halt jetzt nicht sagen, wenn das jetzt bei dem Elgato-Programm gut eingepegelt ist, dann ist das auch bei Dingens hier, ne? Also Final Cut. Weil irgendwie verarbeiten die das Signal anscheinend anders. Habe ich zumindest irgendwie die Vermutung, weil es klingt einfach anders. Was natürlich blöd ist, ich kann dann nicht das, was ich eingepegelt habe, für immer so belassen. Sondern muss dann halt, wenn ich ein Voice-Over mache, anders pegeln, als wenn ich jetzt halt hier so ein Let's Play aufnehme. Ja, Hornattack, bleiben wir dabei. Und das ist halt irgendwie blöd. Ein Volltreffer. Mankibu besiegt, 205 EP und erreicht Level 38. Dann werden wir jetzt gleich sehen, ob das Nidoking wird. Ansonsten schnell mal Google Hilfe. Da ist mein Handy. Ja, ist ja gut. Platzkopf Manky. Wieder. Ne, bleiben wir bei Nidorino. Wobei eigentlich da könnten wir jetzt auch ein anderes Pokémon halt wieder nehmen. Da Nidorino ja sein Level 38 hat. Aber es läuft auch irgendwie, ne? Die Nidorino macht das schon ziemlich gut. Aber wir könnten eigentlich mal, ich glaube, dieser Floor könnte ich noch ein bisschen Angleichung gebrauchen. Mit dem Maschinen Kampf zirken. Ja, wen nehmen wir denn jetzt? Pikachu Level 36. Dieser Floor. Ja, dieser Floor braucht definitiv noch ein paar mehr Level. Wobei dieser Floor auch sehr gut. Die ging daneben. Leveln können mit den ganzen Badern da, dieser Bademeister, was auch immer das sind, da unten, wo ich eben schon beinahe hin wollte. Zack, Volltreffer. Ja, gut. Hat auch funktioniert. Und schon direkt ein Level up bekommen, dieser Flora. 34. Das ist gut. Zack, ja, ist gut, ist gut. Das wissen wir. Das ist echt nervig. Machalo, nein, wir bleiben bei Bisaflor. Läuft ja. Kampf und Rasierblatt. Schön die Blätter. Also eigentlich finde ich so optisch von den alten Gameboy-Spielen, so Rasierblatt ist mit einer der coolsten Attacken. Wenn halt die Blätter so runterregnen und dann so zickzack da auf den Gegner zuströmen. Finde ich ziemlich cool. Ja, der Ausschlag, ja, so ein bisschen vielleicht übersteuert, vielleicht ein bisschen zu laut. Das ist halt auch immer so eine Sache, die Balance zwischen der Spielmelodie und der eigenen Stimme hinzukriegen. So. Den halten wir besiegt, den Glatzkopf. Es geht weiter bergauf, weiter. Ich weiß gar nicht, in der Mitte sind da eigentlich auch noch Gegner? Wir sind Biker, Könige des Highways. Also ich glaube, wir Biker sind Könige des Highways, stand da. Biker möchte kämpfen mit nur einem Pokémon und Slimog. Also wieder Nidorino hier. Ja, egal. Müssen wir noch tauschen. Dann hau den Orner eben weg. Komm. So, 5 Level stärker. Giftwolke bringt dir nichts. Aber das lernst du auch noch irgendwann. Ich muss gerade meinen Stuhl hier, die Lehne ein bisschen das einstellen. So. Das ist, glaube ich, so angenehmer. Ah, ein bisschen fehlt noch. Und dann nehmen wir mal Tackle. Damit wir noch ein bisschen APs über haben. Wurde besiegt, 550 EP. Ach nee, hey, ist ja gar nicht Level up geworden. Verdammt, ey. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch jetzt tatsächlich einfach mal, wann wird Nidorino so ein Nidoking? Ich bin voll auf die Nase gefallen. Tja, passiert.
passiert. Bis gleich. Tja, Rätsel gelöst. Wir brauchen einfach nur einen Mondstein. Gut, dass ich da zwei Stück müsste ich davon haben. Können wir gleich beim Pokémon Center. Eigentlich könnte ich dann auch Nidorina direkt weiterentwickeln. Die hätten wir ja gefangen. Und dann haben wir auch Nidoqueen. Los, Nidorino. Ach, schon wieder Nidorino. Egal. Machen wir jetzt hier. Man hat gerade erst mal gesagt und vergisst es schon direkt danach. Jetzt muss ich eben hier nochmal zack auf mein Aufnahmeprogramm hier gucken. Das ist schon eigentlich ganz praktisch. Ich sehe so mit zwei Monitoren, dass ich das eine Bild, also das Capture-Bild auch live quasi auf dem einen Monitor bringen kann und auf den anderen halt meinen Computer sehen kann, alles. Das ist schon ganz praktisch. Computer aus. Ja, das war jetzt doof. Geil. Und ich sage auch noch, von wegen so oft sage ich dieses Wort nicht. Ja, wenn ihr gerade gehört habt, habe ich ja ein Amazon Dot mir geholt beim Black Friday. Ja, und der ging halt gerade an. Ich fand es halt cooler, das halt nicht einfach Alexa zu nennen, sondern halt das C-Wort, was immer schön bei Star Trek ist. Also finde ich da sogar Jarvis cooler von Iron Man. Aber, naja, ist halt nicht dabei. Und dann habe ich halt an Star Trek-Anlehnung, na, ihr wisst schon, PC genommen. So. Nicht effektiv. Egal. Besiegt ist besiegt. Da ist Lurek auch noch. Ja, natürlich. So, Smogmog. Nein, wir möchten nicht wechseln. Wir bleiben bei Visaflor. Zack, Rasierblatt. So. Und rasieren wir schön Smogmog den Bart ab. Bumm. Von wegen mit dem Live-Bild. Ich habe halt die Elgato HD60. Nicht die S. Das heißt, ich habe halt ein Delay, wenn ich jetzt direkt im Elgato-Aufnahmeprogramm Capture-Programm, wie heißt das eigentlich genau? Elgato-Capture oder so? Game Capture HD heißt das Programm. Gucken würde, da ist halt eine Verzögerung drin. Und es ist gar nicht mal so heftig groß, die Verzögerung. Aber es ist halt irgendwie nicht schön, da zu spielen. Das ist so halbe Sekunde oder würde ich sagen. Also es ist keine, ich würde sagen, es ist keine Sekunde, die ich ja Verzögerung drin habe. Aber sie ist halt einfach da. Deswegen habe ich halt auch das normale Fernsehbild mit einem HDMI-Splitter auf meinem Monitor drauf. Aber das werde ich euch noch alles erklären in meinem dritten Roomtour-Video. Aber erstmal muss ich das zweite natürlich machen, indem ich erstmal zeige, was ich alles habe. Bevor ich dann zu dem Video komme, wo ich alles erkläre. Aber sind halt immer noch auch im Bau, also Ausbau des Ganzen. Und der Gaming Room ist soweit auch noch nicht komplett fertig. Ach, ich habe schon immer noch nicht Nidorino getauscht. Aber ist auf jeden Fall schon soweit fertig, dass man ein bisschen was machen kann. Eigentlich wollte ich auch noch gar nicht aufnehmen. Aber ich habe gerade einfach ein bisschen Zeit. Weil morgen kommt erst mal meine Couch, die ich mir bestellt habe. Und die würde dann noch sehr viel von dem Hall schlucken. Ich bin mal gespannt. Jetzt in der Testaufnahme klang das nicht wirklich hallig. Aber ich denke mal, wenn da die Couch drin ist, dann wird das auf jeden Fall auch nochmal alles anders klingen. Das heißt, dann pegel ich das Mikrofon wahrscheinlich eh nochmal komplett neu ein. Eventuell hole ich mir auch noch so einen kleinen Teppich, der so ein bisschen florig, also so längere, nicht Borsten, wie sagt man dazu? Ja, Dings halt, ne? Also nicht so ganz feinen Teppich, sondern ein bisschen im groberen halt. Dass da auch nochmal ein bisschen Schall geschluckt wird, den ich dann vor die Couch, also zwischen Ferse und Couch legen wollen würde. Aber dafür muss ich erstmal gucken, wie viel Platz mir denn da noch bleibt, wenn die Couch denn erstmal steht.
Ja, das fehlt halt noch, was natürlich ein großer Punkt ist. Für so eine Roomtour sollte das natürlich schon auch da sein, da die Couch. Macht sonst gar keinen Sinn. Und dann bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Ich habe ein bisschen viel wandfrei, wo man einen Hängeregal oder so hinmachen könnte. Da bin ich auch noch nicht sicher, was ich haben möchte, wie ich das machen möchte. Es gibt halt sehr viele Möglichkeiten, ob ich ein richtiges Fach dann nehme oder einfach nur so ein Regalbrett. Deswegen, da bin ich noch nicht ganz durch mit den Überlegungen. Und wenn das dann erstmal alles soweit steht und dann auch wir wirklich hier richtig eingezogen sind, ein paar Klamotten sind halt auch noch irgendwelchen Umzugskartons bei meinen Eltern, bei meinem Opa, ich habe ja alles so ein bisschen verteilt, dann kann ich dann auch, sag ich mal, die Roomtour machen, wo ich euch zeige, was ich so habe, wie ich den Raum an für sich so eingerichtet habe. Und danach würde ich dann halt das Erklärvideo machen für die Technik. Jo, Slammer wurde besiegt, dieser Flor hat 250. Ja, ihr bekommt auch alle was und ein Pokémon müsste da jetzt noch über sein. Bei dem Gegner. Ja, Slimer hat dabei kann auch. Und wir bleiben immer noch bei Bisaflor. Kann von mir aus auch gerne besiegt werden. Ich habe noch genug andere Pokémon in petto, dass das kein Problem werden sollte. Bam. Haut der mir da einen Pfund rein, ey. Einmal 500 Gramm einfach reingehauen. So, aber trotzdem besiegt ist nicht effektiv. Ja, es ist trotzdem gereicht. Pikachu, 39, Turok. Ach, Turok. Turtok. Lese ich ja Turok, ey. Der Turok will, aber ich auf jeden Fall auch noch auf meiner To-Do. Ich habe da jetzt. Mein erstes Gamecube-Spiel war Turok Evolution. Das hatte ich lange bevor ich den Gamecube hatte. Weil ich es bei eBay günstiger gekriegt habe. Also, jetzt geht es hier nicht mehr bergab. Dann tauschen wir jetzt doch einmal. Ja, und die Turok-Spiele habe ich noch nicht alle. Habe mir jetzt für den N64 so ein bisschen auch gekauft. Und werde das auch auf jeden Fall anspielen. Also, was heißt anspielen? Also, Let's Playen wollen. Da freue ich mich schon. Aber ich habe so viel nächstes Jahr vor. Und da kommt einiges. Und jetzt habe ich halt auch einfach den Platz dafür, für die ganzen Videos machen zu können und so. Alles, was ich so mal angetestet habe und zum Beispiel, was mir sehr am Herzen liegt, sind natürlich meine Konsolendoktor-Videos, die ich unbedingt weitermachen möchte. Ich habe ja nur einige Sachen, die auch gereinigt werden wollen. Dementsprechend habe ich da genug Stoff, den ich euch zeigen kann. Und dann auch meine Videogame-Verfilmung Reviews, die möchte ich auch gerne weiterführen, weil ich das eigentlich ziemlich cool finde, das Thema. Dafür fehlt mir aber noch ein bisschen was, damit ich das so umsetzen kann, wie ich das gerne haben möchte. Und natürlich die Retro-Rate-Videos sollen auch weitergehen. Da habe ich ja noch einiges in petto, was aufgenommen wurde. Aber ich jetzt auch halt noch nicht weiter bearbeitet habe aus Zeitgründen. Ja, ein besiegtes Pokémon kann man natürlich nicht nehmen. Ah, Pikachu hier vor der Abstauber. 607 EP. Nicht schlecht, ja schlecht. So, die anderen bekommen alle 99 EP. Kann man sich mit sehen lassen. Fredo besiegt Biker. Rums überrumpelt. So, wen haben wir als nächstes? Ja, lassen wir mal bei Pikachu. Aber müssen wir aufpassen, dass wir gemein und erfolgsgesüchtig sind.